Was momentan Burgstaller für Rapid ist, schon seit längerem Patrick Bürger für Mattersburg. Momentan hält er bei 7 Saisontreffern und dass es heute nicht mehr werden, dafür soll er im Tor Rapid sorgen. Lukas Königshofer feiert sein Bundesliga-Debüt. Helge Bayer sitzt nach einigen durchwachsenen Partien nur auf der Bank. Mattersburg in den grünen Dressen. Die Mannschaft hat ja Heimrecht, darf in grün spielen. Rapid in weiß. Erster Angriff und Stange. Michael Mörz trifft da nur die Stange, aber wir werden es genau sehen. Lukas Königshofer war da dran und verhindert nach 6 Minuten den frühen Rückstand. Starke erste Aktion also des 22-jährigen Königshofer. Rapid über Schimpelsberger. Hoffmann, Prager, gute Möglichkeit, aber auch Borenic im Tor von Mattersburg mit einer guten Parade. Ein flottes, schnelles Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Guido Burgstaller, zuletzt hat er 3-mal getroffen, diesmal, naja. Peter Schöttls Mannschaft spielerisch überlegen, die Mattersburger. Allerdings kämpferisch in Hälfte 1 stärker. Erkämpfen sich hier wieder einen Ball. Seidel, Mörz. Aber der Treffer zählt nicht. Offside-Stellung von Mörz. Schiedsrichter Eisner reagiert auf die Abseitsanzeige seines Assistenten, Senat Czarimagic. Freistoß Rapid, Hoffmann. Direkt aufs Tor, da ist keiner dazwischen gekommen, Borenic. Wir sind bereits in der Nachspielzeit der ersten Spielhälfte. Namoski und Tor, schrecklicher Fehler in der Rapid-Abwehr. Zuerst kann Bichler den Ball nicht annehmen und dann der grausame Fehler von Schimpelsberger und Mattersburg führt mit 1:0. Es ist dieses Tor, Tormann Borenic. Ganz schlimm, was sich die Rapid-Abwehr da leistet und so führt Mattersburg nach der ersten Spielhälfte mit 1:0. Nach dem Wechsel bringt Schöttl mit Nuju einen zweiten Stürmer. Er kommt für Trimmel. Rapid in Hälfte 2. Viel zielstrebiger, viel stärker. Burgstaller und Borenic. Guido Burgstaller, seine beste Szene bisher. Anschließender Corner. Sonnleitner. Riesenmöglichkeit. Von der Innenkante der Latte prallt der Ball wieder ins Feld zurück. Also der Ausgleich liegt in der Luft. Hoffmann, Hoffmann. Nuju. Tor. 1:1. 69. Minute. Der Ausgleich durch den eingewechselten Ate Nuju. Aber wir werden sehen, ein Ausgleich mit Beigeschmack. Hier schießt Hoffmann, da ist der linke Fuß von Nuju im Abseits. Und ob jetzt die Tormannabwehr eine neue Spielsituation darstellt, bleibt dahingestellt. Rapid weiter im Vorwärtsgang. Unterbunden von Rodler, Martin Rodler fault Drazen und der hatte schon gelb, gelb-rot. Mattersburg ab der 72. Minute nur noch mit 9 Feldspielern. Drazen auf Nuju, guter Schuss. Der Rapid will den Sieg. Hütteldorfer jetzt ganz klar überlegen. Christopher Drazen. Setzt sich durch, spielt den Ball zur Mitte zu Hoffmann. Und Tor! Super Tor von Steffen Hoffmann.
79. Spielminute. Rapid hat diese Partie gedreht. Und Steffen Hofmann erzielt sein erstes Tor aus dem Spiel seit April. Inzwischen hat er 3 Elfer verwertet. Bevor die Mattersburger ihn attackieren können, zieht er ab. Ein Traumtor des Rapid-Kapitäns. Dann ein böses Foul von Maljic an Prager. Da stürmt Razan heran. Schiedsrichter Eisner kann die Situation beruhigen, zeigt Maljic und Drazan die gelbe Karte. Peter Schöttl ahnt Böses, will Thonhofer für Drazan einwechseln. Spiel allerdings nicht unterbrochen. Farkas verfolgt von Drazan und es kommt, wie es kommen muss. Gelbrot für Christopher Drazan. Der regt sich auf und Hoffmann auch. Und wir sehen, nicht zu Unrecht. Denn tatsächlich spielt Drazan den Ball. Wir sind in der Schlussphase und die Schlussphase eine gefährliche Zeit, wenn man gegen Mattersburg spielt. Maljic mit dieser Chance. Schiedsrichter Eisner lässt 5 Minuten nachspielen. Wir sind in der 95. Minute. Höller. Und Foul von Schimpelsberger am Bürger, das gibt Freistoß. Patrick Bürger läuft an. Und Königshofer mit einer Glanzparade. Also der Neuling rettet Rapid die 3 Punkte. Und da der noch keine Interviews geben darf, muss Daniela Schaffig Mitspieler und Gegner befragen.